Herzlich willkommen bei Autark, dem E3-DC-Magazin. Letzte Woche, meine Damen und Herren, haben wir Ihnen das sogenannte Hennehaus vorgestellt. Das ist sozusagen das Thema energetische Sanierung von älteren Mehrfamilienhäusern. Wir haben einen Bestand von mehreren Millionen älteren Immobilien, in denen etwas energetisch passieren muss, die saniert werden müssen aufgrund gesetzlicher Vorschriften und weil diese Gebäude auf alle Fälle zu viel Energie verschlucken. Heute haben wir nun den Besitzer dieser Häuser hier, Dr. Thomas Henne. Herzlich willkommen hier bei uns bei Autark. Herr Henne, wir versuchen, Besitzer solcher Immobilien zu motivieren, in die energetische Sanierung reinzugehen. Sie sind jetzt klassische Hausbesitzer, haben mehrere Immobilienobjekte. So, und Sie stehen natürlich als Hausbesitzer vor der Situation zu sagen, ich muss meine Objekte sozusagen zumindest gesetzlich in Schuss halten. Wie sind Sie sozusagen an die ganze Überlegung herangegangen? Primärer Auslöser war die ENEF 2014. Ja. Die besagt, dass man die oberste Geschossdecke in vermieteten Objekten bis Ende 2016 dämmen muss. Da wir zwei Objekte mit Flachdächern hatten, haben wir mit dem ersten begonnen und haben dann gesagt, gut, Flachdach wollte ich nicht länger. Und wenn man dann ein geneigtes Dach drauf macht, kann man auch eine Photovoltaikanlage draufsetzen. Mit Photovoltaikanlagen hatte ich von Anfang 2001 bereits erste Erfahrungen. Und dann sind wir durch die Zusammenarbeit mit Herrn Laudeler darauf gekommen, ein Gesamtkonzept daraus zu entwickeln, da zusätzlich auch noch die Heizung nicht marode, aber erneuerungsbedürftig war. Und daraus ist dann letztendlich dieses ganze Konzept erwachsen. Genau. Und wie das Hennehaus aussieht in Oldenburg, das sogenannte Hennehaus 2, das zeigen wir Ihnen gleich. Vielleicht kurz zu dem Haus. Wie viele Mietparteien haben wir bei Ihnen da drin? Wir haben 11 Wohnungseinheiten und haben unten im Erdgeschoss 5 Gewerbeobjekte. Ja, und wie das Ganze aussieht, das Haus, das zeigen wir Ihnen jetzt. In Oldenburg gelang das, was in Deutschland millionenfach Realität werden könnte. Die energetisch-technische Sanierung eines 50 Jahre alten Wohn- und Geschäftshauses. Hier mit 11 Wohnungen von 50 bis 80 Quadratmetern Größe und 5 Gewerbeeinheiten. Statt die Abrissbirne walten zu lassen, beschloss der Eigentümer ein beispielgebendes Sanierungsprojekt. So sah das Gebäude vor der Sanierung aus. Ein Flachdach, unbeliebt wegen Undichtigkeiten und ein Technikraum mit uralter Wärmetechnik. Verschlissen, überholt, in der Nutzung ineffizient und teuer. Schnell war das Gebäude eingerüstet, um eine behutsame Sanierung außen und innen vornehmen zu können. Aufgesetzt wurde ein praktisches Satteldach, um dort Photovoltaikmodule installieren zu können. Außerdem kann das Regenwasser durch die schrägen Flächen besser abfließen. Für die Mieträume gab es eine leichte Innendämmung. Auf eine teure Außendämmung wurde verzichtet. Dafür kam auf das Dach eine sehr leistungsfähige Photovoltaikanlage. Neue Fenster für die Wohn- und Gewerberäume gehören ebenfalls zum Sanierungskonzept. Und so erstrahlt heute alles saniert und modern. Ich sag's mal so profan, aus einem hässlichen Entlein ist ein schöner Schwan geworden. Herr Dr. Henne, was war jetzt sozusagen eigentlich die Motivation dann zu sagen, ich mache als Immobilienbesitzer nicht nur das Minimum, was ich machen muss, sondern ich mache mehr? Die Motivation war sicherlich zu sagen, ich will in den nächsten 20 Jahren, wenn ich denn etwas tue, mit diesem Haus nichts mehr an Renovierung, Modernisierung und sonst was zu tun haben. Denn sonst kommt es zu dieser Flickschusterei, dass Sie im einen Jahr die Heizung machen, im nächsten Jahr machen Sie dies, im nächsten Jahr machen Sie das. Und das genau wollte ich vermeiden. Okay, viele Immobilienbesitzer sind ja gar nicht motiviert, etwas zu machen, weil sie sagen, die Energiekosten zahlen die Mieter. Warum haben Sie sich da anders engagiert? Nun, die Energiekosten zahlen die Mieter in jedem Falle. Aber mit diesem neuen Konzept ist es so, dass wir als Vermieter Energieversorger werden. Und damit sozusagen die Energie, die wir durch die Photovoltaik, durch die Blockheizkraftwerke liefern, direkt an die Mieter verkaufen. Mhm. Das heißt, wir haben eine Win-Situation. Wir gewinnen ungefähr 1% auf das eingesetzte Kapital durch den Verkauf von Energie. Die Mieter haben fixe Energiekosten über 10 Jahre. Und, was auch ganz wichtig ist meines Erachtens, die Umwelt profitiert. Insofern, als wir eine riesige CO2-Vermeidung haben. Herr Dr. Henne, Sie haben ja auf alle Fälle
1 Million Euro in dieses Haus rein investiert. Was wäre denn sozusagen die Billigalternative für Sie gewesen? Was hätten Sie da an Geld in die Hand nehmen müssen? 1 Million Euro ist so Plus-Minus-Region. Die Minimalregion wäre gewesen 150.000 für die Dachsanierung. Mhm. Was aber dann geheißen hätte, dass, wie gesagt, keine Photovoltaik auf dem Dach, keine Dämmung in der Wand, weiterhin Energie verschleudern und so weiter. Mhm. Die einzig ökonomische wirkliche Alternative wäre gewesen, zu einer vernünftigen Sanierung, das Ganze abreißen und neu bauen. Also 150.000 für die Dachsanierung hätten Sie ausgeben müssen. Ja. Sie hatten ja irgendwann, wir haben mal ein Bild, spielen wir kurz mal ein, wie es früher im Keller ausgesehen hätte. Da hätten Sie ja irgendwann auch was machen müssen. Sagte ich vorhin schon, die Heizung wäre dann auch irgendwann fertig geworden, vermutlich nicht zum selben Zeitpunkt wie die Dachsanierung, aber wäre auch fertig geworden, so dann wäre genau dieses Stückwerk gekommen. Mhm. Und dann wären nochmal 60.000, 80.000 für die Heizung weg gewesen. Größenordnung bei einem Objekt dieses Ausmaßes. Insofern hätte sich das langsam aufaddiert. Mhm. Und deswegen haben wir es lieber gleich komplett gemacht. Okay. Und wie Sie sagten, der entscheidende Punkt war für Sie, Sie haben ein Modell, was sozusagen, wo Sie einmal finanzieren müssen und dann ist die Sache eigentlich erledigt. Für mich, ich werde an diesem Haus nichts mehr tun müssen. Mhm. Punkt. Und ist es für Sie wirtschaftlich? Wirtschaftlich ja. Vor allen Dingen à la long rechnet es sich natürlich. Und gut, der entscheidende Punkt ist, es rechnet sich für alle Parteien. Ja. Für die Mieter, für mich und die Umwelt. Wir haben es in der letzten Sendung schon gezeigt, aber wir machen noch mal einen kurzen Rückblick. Was sagen die Mieter eigentlich zu der ganzen Sanierung? Umpreissteigerung. Dadurch, dass wir im Rahmen dieser Immobilie Energieversorger sind, verkaufen wir den Strom an unsere Mieter, die wiederum den Vorteil haben, dass sie den Strompreis für die nächsten 10 Jahre fix garantiert kriegen. Für die Mieter ist die Kaltmiete auch nach den Sanierungsarbeiten gleich geblieben. Die Strompreise gesunken und für 10 Jahre sicher. Die Kosten für die Wärme verringern sich dazu noch erheblich. Damit dies möglich ist, mussten die Mieter den Hausbesitzer als Energieversorger akzeptieren. Das haben alle auch getan. Nun ist ja Ihr Vermieter gekommen und hat gesagt, Ihr Vermieter, ich will Ihr Energieversorger werden. War das für Sie komisch? Nein, überhaupt nicht. Weil da bin ich einfach zu vertraut. Bei mir persönlich ist es egal, ob es jetzt die EWE ist oder XY. Ich weiß ja, dass da ein Konzept hintersteht und das ist genau das, wo ich mich dann auch drauf einlasse. Für mich war das überhaupt gar keine, nicht einmal eine Überlegung wert, kann es auch nach hinten losgehen oder wie auch immer. Nein, gar nicht. Gar nicht. Jetzt ist die ganze Technik modern und energiesparend. Während der Sanierungsarbeiten musste niemand ausziehen, auch die Gewerbetreibenden nicht. Das hätte schlimme Folgen gehabt. Was hätte das für Sie bedeutet, wenn Sie sozusagen Ihren Friseursalon hätten schließen müssen? Hätten Sie woanders hingehen können? Was hätte das für Auswirkungen gehabt? Das wäre mein Todesurteil gewesen, ganz einfach. Also was anderes kann ich nicht sagen. Weil, wie gesagt, wir haben so viele Kunden und ich bin seit 25 Jahren in diesen Räumlichkeiten, habe mir meinen Kundenstamm auch gut aufgebaut. Und wenn man den mal eben ad hoc umsetzen hätte sollen, ist es unmöglich. Und dadurch verliert man seine Existenz. Also da braucht man gar nicht irgendwie Luft holen. Das ist so. Für mich wäre das ein Todesstoß gewesen. Ja. Also die Friseurmeisterin, können wir sagen, ist nicht bestochen worden. Die hat das tatsächlich so gesehen. Das hat man ja eigentlich ganz selten. Ist das für Sie ein wichtiges Element gewesen, zu sagen, wir nehmen die Mieter mit? Wie haben Sie die eigentlich mitgenommen? Wir haben primär, bevor wir überhaupt angefangen haben zu bauen, eine Informationsveranstaltung gemacht, zu der wir alle Mieter eingeladen haben, die in dem Haus waren und haben dort das Konzept erläutert. Des Weiteren sind wir dann zu den einzelnen Mietern noch gegangen und haben dort noch gefragt, gibt es weiteren Aufklärungsbedarf, gibt es weiteren Kommunikationsbedarf. Braucht relativ viel Zeit, hat aber dann den Riesenvorteil, dass die Mieter sich mitgenommen fühlen und dann auch kooperativ mitarbeiten. Kommunikation mit dem Bauleiter, mit den Mietern ist natürlich auch essentiell. Weil zwischendrin tauchen immer wieder irgendwelche neuen Fragen auf. Und wenn die dann auch zufriedenstellend beantwortet werden, dann fühlen sich die Leute mitgenommen und akzeptieren das auch. Mhm. Und das auch über eine Bauphase von inzwischen mehr als einem Jahr. Mhm. Mhm. Jetzt kommen wir zum Abschreckungsteil der Sendung. Wir haben ja gezeigt, dass das ein tolles Modell ist, dass das gut funktioniert hinterher jedenfalls, dass alle eine Win-Win-Situation haben. Aber welche Schwierigkeiten gab es denn? Schwierigkeiten gab es mit dem Energieversorger. Ja.
der natürlich dieses Modell nicht unbedingt mag, weil er verkauft inzwischen bei uns so gut wie nichts mehr. Schwierigkeit ist die Finanzierung über die KfW, denn sie kriegen zwar Zuschüsse, aber diese Zuschüsse bekommen sie erst dann, wenn sie alles fertig gebaut haben. Mhm. Bis dahin müssen sie eine Zwischenfinanzierung über die Bank abwickeln. Das heißt, die Bank muss 100% hinter ihnen stehen und muss dieses Ganze mittragen. Wenn Sie da als Neukunde zu einer Bank kommen, kann ich mir vorstellen, wird das schwierig in dieser Größenordnung. Sie sind doch Mediziner, Sie haben doch bestimmt irgendwo im Tresor eine Million zu liegen, die Sie da mal reinschieben können. Aber Sie wollten an die Privatschatulle nicht ran. Die Privatschatulle bei den Medizinern... Jetzt wird er rot. Nein, die Privatschatulle ist auch nicht mehr so gut gefüllt. Was haben Sie denn gemacht? Die schönen Zeiten waren vorbei. Aber insofern, nein, man muss das über die Bank finanzieren, das ist die eine Schwierigkeit. Und ansonsten gibt es eigentlich keine größeren Schwierigkeiten. Also was hat denn der Energieversorger... Einen Punkt habe ich vergessen. Sie müssen Firmen finden, die dieses Konzept auch bauen können. Mhm. Angefangen vom Energieberater über die einzelnen Firmen, über Bauleiter. Alle müssen dieses Konzept verstehen und wissen, was wir da tun. Mhm. Und das ist, denke ich, nicht ganz einfach zu finden. Ja, also es ist leider im Moment noch kein Konzept, was es von der Stange gibt. Sie haben sich ja selber technisch relativ intensiv da reingekniet, ne? Da hat ja eigentlich so ein Immobilienbesitzer erstmal gar keine Lust drauf. Sie hatten da Lust drauf. Ja, aber es hindert ja keiner, sich bei der DENA einen Energieberater zu suchen, der dann Entsprechendes zu so einem Objekt sagen kann, der dann mit Sicherheit aber auch die entsprechenden Kontakte zu Firmen, Bauleitern und so weiter herstellen kann. Und wenn jemand mag, denke ich, wird Herr Laudelei sich nicht wehren, ans Telefon zu gehen. Und ich würde mich auch nicht wehren. Ja, also Herr Laudelei und Herr Henne steht für Erfahrungsaustausch auf alle Fälle zur Verfügung. Wir kommen zum Schluss nochmal zu den Möglichkeiten, was man tun kann. Jetzt kommt der entsprechende Punkt. Das ist etwas, wo vielleicht viele Immobilienbesitzer auch keine Lust drauf haben, nämlich Energieversorger zu werden. Und wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Die Photovoltaikanlage ist das Herzstück der ganzen Konzeption. So viel Energie wie möglich soll durch das Gebäude selber produziert werden, um fast den gesamten Bedarf nach Komfortstrom abdecken zu können. Die Wechselrichter wandeln den produzierten Strom. Die Hauskraftwerke sorgen für die Speicherung und Verteilung der elektrischen Energie. Es gibt einen Wärmespeicher mit 1000 Liter. Die Warmwasserbereitung erfolgt ansonsten dezentral über Durchlauferhitzer. Die Mikrokraft-Wärmekopplungsgeräte bieten Strom und Wärme. Die Geräte sind kaskadiert und produzieren, nach dem Prinzip der Kraft-Wärmekopplung, Strom und Wärme im Verhältnis 1:5. Dazu kommt in der Haustechnik noch der Messstellenbetrieb. Denn der Vermieter wird zum Energieversorger und muss differenziert abrechnen können. 11 Wohnungszähler, 5 Gewerbezähler und ein Zähler für Allgemeinstrom. Einer für die Haustechnik, einer für die KWK-Kaskade sowie einer für Photovoltaik und Speicher wurden verbaut. So pocht im alten Technikraum jetzt das Herz einer modernen Energieversorgung. So, was ich Ihnen jetzt mal zeigen wollte, Herr Dr. Henne, wo Sie als Normalsterblicher ja nie einen Blick drauf werfen. Sie wissen ja, wir haben ja von der EWE einige Vorgaben gehabt. Noch nie dran gehen. Genau, und diese graue Trümmerkiste, gegen die konnten wir uns nicht wehren. Und hier ist das, was die EWE Hausanschluss nennt für so ein großes Gebäude. Sie haben hier Ihren Hauptzähler, sehen Sie, da ist er drin. Das ist der abrechnungsrelevante Zähler gegenüber Ihrem Energieversorger. Aber unser Energieversorger hat uns aber nicht mehr den Zähler geliefert, sondern wir sind bei Discovergy. Und Discovergy liefert uns alles, was wir brauchen in Echtzeit. Und jetzt kommt der interessante Punkt. Das ist ja ein sogenannter Messwandlerzähler. Hier unten findet der wirkliche Anschluss statt. Und normalerweise ist das ja alles verblombt. Das sind die Messwandler auf der linken Seite. Genau. Das kommt alles von der EWE noch und das gehört schon uns. Mhm. Das ist das Angenehme daran. Ab da können wir eigentlich machen, was wir wollen. Ja, und nur so war es ja umsetzbar, das Konzept. Weil, gut, dieser Schrank wurde uns vorgegeben, gegen den konnten wir nichts tun. Ne? So. Aber jetzt sehen Sie es mal, weil wir werden bald verblomben. Aber hier verblombt auch nicht mehr der Energieversorger, sondern hier verblombt der neue Messstellenbetreiber, sprich Discovergy. Und wir sind quasi die ausführende Hand von Discovergy. Ne? Und so haben Sie mal die Gelegenheit, da reinzugucken. Ist ein 400 kVA-Schrank, also ein 400 kW-Schrank. Das ist jetzt kein Spaß mehr. Ne? Wir sind da gezwungen worden, den zu nehmen. Wir könnten hier jetzt noch, der Schrank ist so ausgewählt, dass wir 4 Elektrofahrzeuge noch anschließen können.
So, 400 kVA ist natürlich sehr groß. Der Schrank ist deshalb so groß ausgelegt, damit wir die Elektromobilität hier auch noch hinbekommen. Wir können also ja, da wir das Haus quasi energetisch ja vom Netz nehmen, ja, es ist ja nicht mehr am Netz dran, was die Leistung anbelangt, sind wir jetzt in der Lage, weil die Leitungen dafür ja alle liegen, noch 4 Elektrofahrzeuge vollwertig zu laden, also alle gleichzeitig mit 22 kW. Das sind also nochmal 88 kW, die wir ganz locker über den Schrank machen können. Dafür ist der Schrank auch vorbereitet. Gut, das denke ich wird noch Zukunftsversion sein, denn bis Bieter Elektroautos in größerem Umfang haben, wird noch eine Menge Zeit vergehen. Das denken wir auch und deswegen haben wir nur die Vorbereitung dafür getroffen. Das passt. Das ist gut. Alles klar? Ja. Verstanden alles? Ich habe alles verstanden. Ab da gehört alles Ihnen. Ja. Das ist EWE, das gehört Ihnen. Der Rest ist hier. Holger Laudley von der Laudley Betriebstechnik setzte bundesweit die Vierzählerlösung mit DC-PV-Speicher und Fremdenergiequelle, in diesem Fall BHKW, erstmals und offiziell durch. Er leitete auch die Zuordnung der erzeugten elektrischen Arbeit ab und ermöglichte somit eine offiziell anerkannte Ablösung der Zähler. Der Vermieter wird so zum Energieversorger, zum Vorteil der Mieter. Sie, Herr Henne, sind jetzt also ein EVU-Unternehmen. Richtig. Das heißt, Sie sind bei der Bundesnetzagentur registriert. Richtig. Ist das ein komplizierter Vorgang? Die Registrierung bei der Bundesnetzagentur ist einfach. Das ist letztendlich überhaupt kein Problem. Und dann muss noch eine BAFA-Registrierung erfolgen, eine NBA-Registrierung erfolgen. Alles kein Problem. Und das Einzige, was man dann noch machen muss, ist die Zähler ablesen. Und am Jahresende jedem eine Rechnung erstellen. Hm. Nun muss man dazu sagen, als Immobilienbesitzer fängt also sozusagen die Rolle an, sich ein Stückchen zu wandeln. Bislang, und das ist glaube ich der Punkt, wo wir viele von überzeugen wollen, bislang war es so, Sie vermieten die reine Fläche. So, und dann liefern Sie ein bisschen Wärme noch dazu und das wird mit den Mietern praktisch abgerechnet. Jetzt ist sozusagen das neue Konzept zu sagen, Sie liefern Ihren Mietern die Fläche, Wärme und Strom mit dazu. Das ist der Gedankenweg oder der Gang, den man machen muss. Genau so. Da sagen jetzt aber viele, ach Gott, ich will meinen Mietpreis haben, der Rest ist mir eigentlich sozusagen egal. Warum haben Sie es dann trotzdem gemacht? Wenn ich dann dieses ganze Modell schon aufbaue mit Photovoltaik, mit BHKW im Keller, dann habe ich ja die Möglichkeit, die Leute mit diesem Strom zu versorgen, den wir da gerieren. Dieser Strom ist billiger als den ich aus der Steckdose vom Energieversorger bekomme. Mhm. Und wenn ich das Ganze selber verkaufe, dann habe ich selber auch noch einen Gewinn. Mhm. Es ist zusätzliche Arbeit, aber auch zusätzlicher Gewinn, ohne jede Frage. Genau, zusätzliche Arbeit, zusätzlicher Gewinn. Und das ist, glaube ich, vielleicht der interessante Punkt an der ganzen Geschichte. Bislang ist ja für Sie als Besitzer oder für die Besitzer einer solchen Immobilie, ist das, was auf Sie zukommt, ja eigentlich eine unattraktive Geschichte. Oh, da muss irgendwas gesetzlich gemacht werden, die Immobilie wird alt und oh, da sind Löcher drin, alte Bauten, 50 Jahre alt. Ah, und dann, oh, die Heizung wird ja sozusagen mal irgendwann alt, da muss ich was machen. Jetzt ist ja sozusagen der Punkt, so wie Sie machen, ist das ja plötzlich eine attraktive Geschichte. Ich mache mir Photovoltaik auf dem Dach, ich mache sozusagen, ich liefere die Wärme und plötzlich sind diese ganzen Elemente, die man gesetzlich machen muss, womit man die Mieter versorgen muss, für mich gar nicht mehr nur ein reiner Kostenfaktor, sondern für mich als Besitzer der Immobilie kann das tatsächlich ein attraktives Gesamtpaket werden. Ohne jede Frage. Das ganze Haus gewinnt an Attraktivität für alle Seiten. Natürlich auch für den Vermieter, der jetzt natürlich auch Energieversorger ist und damit auch Einnahmen generiert. Und es gibt noch einen weiteren Vorteil, Sie erhöhen die Attraktivität der Immobilie, weil Sie tatsächlich Ihre Hausaufgaben gemacht haben. Das ist ja, glaube ich, etwas, was wir sowieso sehen werden als Infrastruktur der Zukunft, dass eine Immobilie eine Photovoltaikanlage und ein Hauskraftwerk, / Stromspeicher sowieso im Keller hat. Eine moderne Wärme- und Energieversorgung gehört wahrscheinlich zu einer Infrastruktur der Immobilienzukunft dazu. Das sollte so sein. Das wäre wünschenswert. Sehe ich aber nicht, denn Stichwort ENF 2014, Dämmung der obersten Geschossdecke, die bis 2016 hätte abgeschlossen werden müssen, sehe ich in keinster Weise umgesetzt. Mhm. Und was nicht kontrolliert wird, passiert diesbezüglich nicht. Mhm. Und wenn wir seitens der Städte, seitens der Kommunen, seitens der Länder, seitens des Bundes keine Vorgaben machen in Richtung erneuerbare Energien, wie viel muss auf einen kommunalen Neubau, wie viel muss auf ein privates Einfamilienhaus, sehe ich nicht, dass wir schnell in Richtung Klimawandel kommen. Hm. Und der Klimawandel ist meines Erachtens ein Riesenproblem. Stichwort, die Nordsee hat sich jetzt doppelt so schnell erwärmt
wie die restlichen Ozeane. Und wenn wir in diesem Stil weitermachen, dann wird es nicht funktionieren. Und deswegen müssen wir, um den Klimawandel voranzubringen, strikte Ziele vorgeben, die wir dann aber auch kontrollieren müssen. Was nutzen uns die schönsten Erklärungen, alles drum und dran? Sei es, dass wir beiden jetzt Klimakonferenz spielen, uns über hehre Ziele unterhalten. Und zum Schluss kontrolliert keiner, dass irgendwas passiert ist. Jetzt machen Sie sich bei den Immobilienbesitzern ganz, ganz unbeliebt, wenn Sie sagen, die Einhaltung der NR-Vorschrift muss kontrolliert werden. Finde ich auch total irre, dass alles wird kontrolliert, in diesem Bereich sozusagen nicht so richtig. Aber interessant ist eben nochmal der Punkt, das gehört dazu, dass man seine Verantwortung für den Klimaschutz wahrnimmt, dass man stabile Energiekosten hat. Aber, was ich auch gerade schon anschnitt, war zu sagen, wenn Sie später mal die Immobilie verkaufen und loswerden wollen, ist sie mit dieser Gesamtinfrastruktur mehr wert, als wenn Sie einen euren Kasten übergeben, der gerade so funktioniert. Ohne jede Frage. Ganz klar. Insofern führt es natürlich auch zu einer deutlichen Wertsteigerung. Und diese Wertsteigerung ist finanziell umsetzbar, machbar und vor allen Dingen auch technisch gut beherrschbar. Ja. Unter der Voraussetzung, dass Sie die entsprechenden Firmen an Ihrer Seite haben. Ja. Wenn jetzt jemand sich für sowas interessiert, wir haben es ja gerade schon gesagt, Herr Henne ist also ansprechbar, Herr Laudler, der Realisateur, ist ansprechbar. Wenn ich jetzt sozusagen als Besitzer einer Immobilie mich an das Thema heranwagen soll, wenn ich jetzt zu drei Unternehmen gehe, kriege ich drei unterschiedliche Konzepte. Wie gehe ich eigentlich als Besitzer einer Immobilie an die Thematik richtig ran? Haben Sie da ein paar Tipps? Naja, man muss sich, es gibt ja mehrere Sachen, die man da tun kann oder die man nicht tun kann. An der Photovoltaik auf dem Dach wird man nicht vorbeikommen. Mhm. Das ist also A und O. Der Speicher im Keller wird auch Conditio sine qua non, denn die Photovoltaik liefert immer nur über die Mittagszeit, in Anführungsstrichen, wenn die Leute arbeiten sind, aber nicht dann, wenn man den Strom braucht, morgens oder abends. Und über die Heizungskomponente im Haus kann man sich dann unterhalten. Aber da gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten, die nach Rom führen. Also Tipp ist, wie gesagt, Herrn Laudler, Herrn Henne anzusprechen. Suchen Sie sich einen Solateur, der sich da ein wenig auskennt, der das machen kann. Suchen Sie sich einen Energieberater vor allen Dingen, der vielleicht nicht nur die Standardlösung im Portfolio hat. Oder kontaktieren Sie einfach uns und wir werden dann uns bemühen, Ihrem Informationsbedürfnis nachzukommen. Soweit erstmal das ganze Hennehaus aus der Sicht des Immobilienbesitzers und von Dr. Henne. Letzte Frage, machen Sie weiter? Wird es ein Hennehaus 3 und 4 geben mit dieser Technologie? Mit Sicherheit. Planungen sind im Gange. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, welche Größenordnung es haben wird, aber es wird weitergehen. Also Sie haben es richtig Blut geleckt. Ihnen macht das Spaß. Sie wollen ja die Erfahrung jetzt sozusagen Stück für Stück weiter ausbauen. Sie wollen anwenden, ja? Es vereinfacht natürlich die Anwendung jedes Mal ein bisschen, man lernt jedes Mal dazu und es geht jedes Mal ein bisschen einfacher. Ja. Ohne jede Frage. Dann darf ich noch auf eins hinweisen, E3DC ist natürlich auch Ansprechpartner. Ja, das auf alle Fälle auch. Das sowieso, das wissen unsere Zuschauer auch. Also, sprechen Sie uns an, sprechen Sie E3DC an, sprechen Sie Herrn Laudler an, sprechen Sie den Energieberater an und vor allen Dingen, probieren Sie, machen Sie es, denn das ist ein Konzept, wie wir Millionen älterer Immobilien in der Bundesrepublik oder in ganz Europa eigentlich energetisch erfolgreich für Immobilienbesitzer und Mieter sanieren können. In der nächsten Sendung zu dem Thema, wir machen noch schön weiter, da beschäftigen wir uns dann mit der Frage, das ganze Projekt aus der Energieberatersicht und das ganze Projekt aus der Sicht derjenigen, die es dann vor Ort sozusagen umsetzen müssen als Bauleiter. Das war autark, das E3DC-Magazin. Vielen Dank.